Willkommen in meiner Küche. Ich habe für Ostern gemacht noch, also wir haben noch keine Ostern wie YouTuber, aber ich habe gemacht so eine leckere Lamm aus Hefeteig und jetzt zeige ich euch die Zutaten und wie ich das gemacht habe. Wir essen schon. So, für den Teig werden wir brauchen 200 Milliliter Milch, 80 Gramm Zucker, 500 Gramm Milch, hier habe ich noch halbe Teelöffel Salz. 40 Gramm zerlassene Butter, ein Ei und eine Würfel frische Hefe oder eine Päckchen trockene Hefe. Und als erstes werde ich jetzt das Mehl, nicht Mehl, Milch hierzu geben, dann kommt Zucker und dann werde ich dann auflösen. Wie ihr seht, kommt die Hefe fängt schon an zu arbeiten. Jetzt gebe ich die restlichen Zutaten und werde ich das zu einem Teig verkneten. Okay, meine Maschine hat schon durchgeknetet, alles wunderbar. Ich werde das jetzt mit Händen nicht kneten, weil das ist schon richtig gut geknetet. Meine Maschine hat gut geknetet, lange. Ja, jetzt habe ich das in Kugel geformt. Werde ich ihn mit ein bisschen Mehl bestreuen. Und lasse ich den Teig für ca. eine Stunde gehen. Also mindestens so, bis sich die Menge verdoppelt hat. Wenn Sie trockene Hefe nutzen, dann braucht man natürlich länger, bis der Teig aufgeht. Aber wenn man frische Hefe hat, dann wächst der Teig schneller. Okay, mein Teig ist so schön aufgegangen, wie ihr hier sehen könnt. Das ist die Arbeit von frischer Hefe. Und jetzt tue ich ihn raus und jetzt werden wir formen Kopf, Ohren und Beine und den Rest. Jetzt formen wir einen Kopf, da brauchen wir eine Kugel, ca. 8 cm groß. So, also den Kopf müssen wir so ein bisschen oval machen. Nicht so ganz rund, sondern oval. Ich habe hier Lineal. So, aus dem restlichen Teig machen wir so kleine Kugeln, da sind dann das Kopf, das sind Beine, Schwanz, also gleichmäßige sollen sie sein. Okay, so habe ich mir das alles geformt. Hier ist Kopf, Ohren, hier ist der Kopf, Beine. Und jetzt kommt das auf eine Backblech. Ich muss mir das so legen, transportieren. Okay, so sieht es aus für den Schwanz, glaube ich, da sieht man nichts. Meine Blech ist zu klein. Ich lasse das jetzt ruhen für ca. 20 Minuten und hier kommen noch später zwei Rosinen und dann sehen wir uns weiter. So, mein Lamm ist schon ausgerührt. Jetzt habe ich hier ein Ei, die werde ich jetzt verquellen. Da habe ich Mandelblättchen. Da werde ich später hier streuen.
Und zwei Rosinen, die werden wir später hier als Auge einsetzen. Jetzt wird das gebacken bei 180 Grad, oben unter Hitze, ohne Umluft. Wenn Sie Umluft möchten, dann glaube ich 20 Grad weniger, also 160 Grad. Und dann wird das gebacken 20 bis 25 Minuten. Okay, so sieht mein Lamm aus. Ja, ist groß geworden, sein Kopf. Dein Warte, Sonetko. Ist cool. Gefällt mir. Da Ohr sieht man ein bisschen nicht, aber egal. Danke, Sonetko. Muss mein Sohn schon geben. Hier, mach. Reinzugehen. Schmeckt? Siehst du einfach hier so. Okay, ich esse jetzt. Schwan sieht man nicht, aber meine Form war zu klein. Könnt ihr auch, wenn ihr mögt, Streusel drauf geben. Ich würde mir auch gut vorstellen, hier haben wir süße Streusel drauf. Und wird auch schmecken. Abi! Abi! Mhm. Es schmeckt sehr lecker. Ich hoffe, meine Rezepte hat euch gefallen. Ich werde das nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat schon keine Beine mehr. Ist noch warm. Ja.